Vor den geplanten Massenprotesten der Opposition am Samstag in Russland sind mehrere Vertraute des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny festgenommen worden. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmisch wurde in Moskau zu mehreren Tagen Haft verurteilt. Laut Justiz verletzte sie ein Gesetz zu Versammlungen in der Öffentlichkeit. Die Verhandlung dauerte 4 Minuten und 57 Sekunden. Das war eine der kürzesten Gerichtssitzungen, die ich je erlebt habe. Das Gericht ging in den Beratungsraum. Es brauchte nicht lange und entschied sich für 9 Tage Gefängnis. Die Polizei nahm außerdem Nawalnys Büroleiterinnen in Wladiwostok und Tjumen sowie 2 weitere Mitarbeiter in Nowosibirsk und Kaliningrad in Gewahrsam. Das teilten Nawalnys Team sowie Menschenrechtsaktivisten mit. Nawalny selbst war am Sonntag direkt nach seiner Rückkehr aus Deutschland in Moskau festgenommen worden. Nach einem Giftanschlag auf ihn in Russland war er in Berlin behandelt worden. Nach seiner Rückkehr nach Russland verhängte ein Gericht in einem Eilverfahren 30 Tage Haft gegen ihn wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen. Nawalnys Anhänger riefen daraufhin für Samstag zu Demonstrationen in dutzenden Städten im ganzen Land auf. Zahlreiche Bürger und Prominente unterstützen den Aufruf. EU-Ratspräsident Charles Michel verurteilte Nawalnys Festnahme in einem Telefonat mit Putin. Nawalny müsse umgehend freigelassen werden.